Recht herzlich willkommen zur 58. Folge von Grand Age Medieval. Ist das unser Milos? Ja, das ist er. Da müssen wir den gerade auswählen und dann gucken wir ein Städtchen, was wir hier noch so anzubieten haben. Guck mal an, das Fleisch ist hier total billig. Wir haben das schlecht eingekauft. Hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, ne? Schade. Ja, das ist hier, lohnt auch nicht. Ja, jetzt habe ich sogar noch einen gekauft, ne? Noch schlechter. 120, 119, 120, 120, 134, 80. Da können wir einen Deal machen. Und hier passt nicht. Ja. Dann lass uns da zwei von verkaufen. Hier geht was. Weg damit. Hier würde auch ein bisschen gehen. Aber, ja. Lohnt tut sich das nicht so wirklich, ne? Ja, gut. Ja, hier 180. Können wir da noch zukaufen? Ja, okay, dann machen wir das doch mal. Und Fisch 60 ist... Naja, geht so, ne? Und... Geht da noch was zu? Ja. Passt. Das ist 119 und das ist 120. Ne, das lohnt nicht. Und hier wäre noch 360, dann ziehen wir den Preis ein bisschen nach unten, ne? Okay, ich glaube, das können wir erstmal lassen. Ja, lass uns nach hier rechts mal ansteuern. ...715.000 haben wir. Wir brauchen ein bisschen mehr Geld, dass es läuft. So. 600, guck. Ich glaube, wir können das komplett verkaufen, ne? Na, komplett nicht, dann wollen sie es nicht bezahlen. Da ist es mit 14. Gut, dann weiter. 140 ist sogar billiger wie wir haben. 110 aus Salz, da geht was. 120 haben wir. Ja, machen wir so, das passt. 180 können wir ja noch zukaufen. 60, hier geht ein bisschen, aber auch nicht so wirklich viel, oder? Ne? 2 machen wir mal. Hier geht ein bisschen, aber auch nicht so toll. Ja. Na, das ist auch nix. 37 ist niedrig, 60 steigt sofort der Preis, bringt also auch nix. Die 180 können wir vielleicht noch, nein, können wir auch nicht. So, ja, dann hier die Felle, ne? Nehmen wir noch was damit, oder? 119, Wagen voll oder was? Jo. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir hier wieder weg. Einmal nach Bursa. Da war ein Zelt und da ist die Ruine und da sind irgendwelche Bären. Okay. Guck mal, die haben hier schicke Klamotten. Also, Wagen ist voll. Ja, hier 160, 600 gekauft war voll der schlechte Deal. Da geht was. Da geht auch ein bisschen. Dann machen wir so. Hier geht viel. Wenn nicht sogar alles. Komm, das lohnt. Da geht auch was. 80, weg damit. Hier geht auch was. 32. Da geht auch was. 100. 80, komm, 4 Stück weg. Da geht auf jeden Fall was. 70 ist auch kein schlechter Preis, ne? 71, machen wir so. Passt. Hier können wir jetzt was zukaufen. Okay, 630 ist wohl ein annehmbarer Preis. Honig, 80. Ja, das geht. Nehmen wir da 30 zu. Haben wir hier verkauft oder nicht? Das
144. Ja, nehmen wir mal mit. Ja, ich glaube, dann würde ich sagen, war es das hier, oder? Gehen wir nach runter. Izmir hat man unten noch, ne, oder? Ja. Und da geht es auch noch weiter nach Antalya, oder was war das? Ja. So. Hier geht richtig geil das Geld weg. Ja, das müssen wir jetzt loswerden. Geht hier zum Glück voll komplett 600. Da haben wir wenigstens kein Verlustgeschäft gemacht, ne? 120, wir haben 113. Die kaufen für 120 sogar ein bisschen. Aber nee, das bringt's nicht. 117, da würde was gehen. Machen wir mal auf 100. 18 passt. Hier geht was. Ziemlich viel, 92. Die 9 gehen bestimmt komplett, ja. Hier geht auch was. 146, das war viel. Das lohnt nicht. Da geht was. Da geht alles. Super. So, wo haben sie viel? Da hätten sie viel. Das haben wir aber noch Belege auf dem Wagen. Das würde ich jetzt nicht machen wollen. Da haben sie viel und das würde ich vielleicht sogar nehmen. Da ist teuer und da sind wir glücklich losgeworden. Dann würde ich sagen, für 55 Zitrusfrüchte. Zack. Aber ich fahre hier wieder zurück. Weil wir müssen ja ein bisschen in die richtige Richtung kommen, ne? So. 145 können wir ein bisschen verkaufen. Machen wir auf 120. Das ist 80. Oh, das geht ja cool. Aber dann doch nicht so viel. Dann machen wir 12 davon weg. Hier geht wieder was. Achte. Da geht auch was. 7. Da geht auch was. Aber da machen wir 3er weg. So, hier 144 geht was zu kaufen. 5 Stück. Das haben wir schon gemacht. Obwohl 80 kann man noch was zukaufen. 14. Anderes lohnt nicht, ne? Doch, hier unten können wir noch 4 von dem Fleisch mitnehmen. 408 ist dann wieder günstig, ne? Aber steigt sofort. Gut, dann rübersetzen nach Konstantinopel. So, das geht hier komplett weg. Das ist schön. Hier haben wir 110 jetzt. Guck mal, 113 haben wir jetzt gekauft. Das ist schlecht. 80. Wie können wir dann da für den Preis verkaufen, dass wir 60 bleiben? Okay, machen wir. Dafür nehmen wir Honig mit. Mal 50 bei. Ja, gleiche Preis wie bei uns. Das wird sich nicht rechnen, genau. Hier würde ein bisschen gehen, aber auch nicht viel. Lohnt nicht, lassen wir. Was könnten wir zukaufen? Viel Platz haben wir nicht, 34. Na, der Bein steigt auch sofort. Geht hier noch was zuzukaufen? Ja, aber minimal nur. Hier. Ja, auch minimal, nämlich einen. Fisch ist mit 60 natürlich nicht so der prickelnde Preis. Hier kaufen wir noch was, den Rest zu. Passt. So, dann gehen wir einmal hier rüber.
819.800 um den Dreh. Ja, brauchen wir nicht. 128. Machen wir 6 weg. 64, gehen wir mal gucken, wie weit wir 60 runterschrauben können. 12. Ja, hier geht was. Nämlich 30, hier geht auch was. Alles. Da geht auch was. Aber nicht alles. Aber 55 ist viel. 85, gucken wir mal, dass wir runterkommen auf 80. 10 Stück also. Das ist nicht das, was wir wollen. Was können wir jetzt zukaufen? Hier vielleicht. Oh, geht auch sofort hoch der Preis. Na, jetzt ist einer weg, egal. Oder dazu, ich weiß es nicht. Ja. Steine wären billig, ne? Oder Getreide. Komm, nehmen wir mit für 37. Konstanter mal hin. Ja, müssen wir schauen, dass das läuft, ne? So, die haben ja gar nichts. Da gehen 16 Fälle. Hier geht vom Honig. Ah, nicht ganz so viel, aber 28 lohnt sich also. Die haben ja 124 weg. Da geht auch einiges. Da geht was. Hundertvierunddreißig, da geht auch was. Und hier oben geht genauso was. Oh, richtig viel sogar, 80 Stück. Ja, kaufen brauchen wir hier nichts. Na komm, gehen wir oben rum. Mietvergnügen. Was haben Sie hier für ein Problem? Rohstoffe fehlen. Ja, die bringen wir ja gerade vielleicht vorbei. Obwohl das vielleicht auch nicht so das ist, was sie brauchen, ne? Müssen wir schauen. So, da ist er. Wir haben erstmal das. Das ist schon mal gut. Sind zwar nur 4, aber immerhin. Weg alles. Hier ist auch cool. Geht. 300 geht auch komplett weg. Da geht auch was. 50. Da geht auch was. Na, alles? Ne, nicht ganz. Aber einiges. Da geht auch was. Zukäufe wären hier. 12 davon. Das Bier ist es nicht. Brot geht auch hoch, aber Brot. 300 wäre teuer. Machen wir 4 Stück davon mit und das. 12 Stück von dem Schmuck. Gut, weiter geht's. Hier hoch mal nach Wissner. Gucken wir da gerade noch rein. 900.000 haben wir jetzt. Geht doch noch nicht mal alles weg. Die wollen nur 6er haben. Brot. Geht alles weg. Felle. Verkaufen wir schon unter Preis, aber einen machen wir weg. 200. Drei davon, das ist der gleiche Preis, wie wir gekauft haben. Hier geht was. 8 Stück. Da geht nicht ganz viel, siehst du. Brauchen wir nicht machen.
Und hier oben ist der gleiche Preis, wie wir haben. Was kaufen wir zu? 165. 9 Stück davon. Hier ist vielleicht auch ein ganz gut. Ne, oder? Ne, dann lassen wir mal. Da könnte man noch was zukaufen, aber das ist schon reichlich, was wir davon haben. Bier? Nicht. Ja, war's das. Gut. Dann würde ich sagen, soll's aber auch reichen. Wir gehen über Krakau dann nach hier nochmal Czernowitz und dann hier unten über Craiova nach Sofia, über Pacewko oder so ähnlich. Den Weg werden wir gleich dann runtergehen. Aber das machen wir, wie gesagt, dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.